Wie bist du zum Unterrichten gekommen? Ja, also ich muss sagen, dass ich eigentlich nicht unterrichte, sondern es ist ein Ermöglichen von Lernen und Lernprozessen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu der herkömmlichen Vorstellung von Unterrichten. Also das heisst da Lehren und Lernen ganz neu denken. Es braucht wie eine neue Rolle, ein Rollenverständnis von den Lehrenden und von den Lernenden. Und ich bin für ganz natürlichen Prozess aus meinem Leben raus zu dem Punkt gekommen, wo ich das Bedürfnis hatte, das zu teilen mit anderen, was mir ein Anliegen ist. Und ich habe mich dann im komplementärmedizinischen Bereich bin ich tätig gewesen und habe mich mit dem Konzept von der Salutogenese ziemlich intensiv beschäftigt. Und meine Frage war, was braucht es, dass der Mensch gesund ist und gesund bleibt? Und das hat mich dann zur Erwachsenenbildung gebracht. Das heisst, ich habe anfangen, das Wissen und anderes, was ich erfahren habe und gewusst habe, das ist mir wichtig zu teilen. Das hat mich dann zur Ausbildung geführt, der Erwachsenenbildung. Und dann ist ja in dem SWEB-Lehrgang sehr im Vordergrund das selbstgesteuerte Lernen, das Konzept selbstgesteuertes Lernen. Was gefällt dir an dem Konzept selbstgesteuertes Lernen und was gibt dir diese Arbeit damit? Ja, ich habe wirklich das Glück gehabt, dann, vor 20 Jahren eine Ausbildung zu machen, einen Lehrgang in Erwachsenenbildung, einen dreijährigen Lehrgang, wo wir zu einem sehr hohen Maß selbstgesteuert gelernt haben. Das heisst, wir haben zwar ein Ausbildungskonzept gehabt, wir haben Dozenten gehabt, im Sinne von Lehrgangsleitenden, die zwischen einen Input geben, aber das war ein sehr kleiner Teil gewesen. Wir haben hauptsächlich eigenverantwortlich selbstständig gearbeitet, in Lernteams, in Projektgruppen. Und hey, das, was wir dort erarbeitet haben, auch wieder zurückgebracht ins Plenum. Das heisst, all die verschiedenen Lernenden haben sich vor allem auf ihre eigenen Themen konzentriert, auf das, was sie wirklich lernen wollten. Und es ist aber auch immer wieder alles zurückgeflossen ins Gesamte. Und diese Form von Lernen, die hat einfach unglaublich viel Spass gemacht. Die hat eine unglaubliche Motivation in mir und eine ganz andere Lernerfahrung ermöglicht. Und ja, ich habe gesehen, was möglich ist, auch an Ressourcen von anderen. Und das Gemeinsame, das ja, hat mich beflügelt und noch immer. Ich bin sehr beeindruckt und freue mich jedes Mal über die Lernergebnisse, Erkenntnisse und Erfahrungen der Lernenden. Und wenn du jetzt so schaust, auch so auf deine Erfahrungen, von der du gesprochen hast, da gibt es so fürs Leben lernen, klingt dort auch für mich an. Was bedeutet für dich fürs Leben lernen? Ja, Lernen ist für mich Leben. Und Leben ist Lernen. Also das ist so wie eine von meinen wichtigsten Erkenntnissen, vor allem dann schon vor 20 Jahren in der Ausbildung. Weil wir lernen jeden Tag neu. Jede Begegnung, jede Situation ist Lernen, ist ein Stück weit auch entwickeln, wachsen, gehört für mich sehr fest auch mit einem Lernprozess zusammen. Und im Grunde genommen brauchen wir keine Lehrer im herkömmlichen Sinne, weil der Mensch lernt aus dem eigenen inneren Antrieb und jedes Kind lernt laufen, reden, ohne Instruktion und irgendwelche Anweisungen. So passiert Lernen aus Neugier. Und Neugier, wenn man so das Wort Neugier nimmt, das ist so gierig auf Neues. Und das ist das, wo mich im Alltag und jeden Tag eigentlich neu wieder auch, ja, ruft zum Lernen. Und jeden Tag ist es ein Wunder. Also, wie kann ich da nicht wollen lernen? Und dann hast du, oh, wenn ich so den Satz gerade auch noch nehme, so das Lernen braucht eigentlich keine Lehrer. Und jetzt ist ja interessant, dass du als Dozent in einem Institut unterrichtest. Also was schätzt du denn da ganz besonders, Teil des IKT zu sein? Ja, für mich ist IKT eigentlich so wie von den Werten, von der Haltung und auch von der fachlichen Ausrichtung.
hat es für mich sehr viel Fundament, wo geschaffen wird oder ist geschaffen worden für das Thema Selbstverantwortung und Selbstermächtigung. Und das sind so ganz wichtige Faktoren, die fest mit dem selbstgesteuerten Lernen zusammenhängen. Das heisst, auf dem wird eigentlich dann alles aufgebaut. Und es braucht den Mut, einen neuen Weg zu gehen. Das ist für mich das IKT, das probiert, neue Wege zu gehen und eine Pionierarbeit zu machen im Sinne von Paradigmenwechsel, was für mich eigentlich schon längst überfällig ist, zum Thema Lernen, Bildung allgemein. Herzlichen Dank, Charles, für das wirklich sehr nette Interview und auch den Einblick, um auch dich auch auf der Ebene auch noch kennenlernen zu dürfen. Merci vielmals. Sehr gern, danke.